The hell is that? We're under attack. You still remember how to kill, right? Yeah. Shit! Bandit! Stop him! Don't let him into the building! Ich meine, dass das passiert, war ja zu erwarten. Den sehe ich jetzt leider nicht. Au! Au! Okay, meine Shotgun ist komplett alle. Well, das ist nicht ein Problem. Hat irgendeiner von euch irgendwie eine Waffe, Munition, irgendwas gedroppt? Eine Situation, wo halt jetzt die Gegner auftauchen. Okay, das brauche ich definitiv. Ja, und hier werde ich jetzt ganz kurz ein paar von diesen Sachen versuchen mitzunehmen. Oh, great. Jetzt hat jemand einen erwischt von unseren Leuten. Cool. Die sind immer wieder toll, wenn man halt die Situation hat. Begrenzte Munition, das Spiel hat kein Interesse daran, das irgendwie zu vereinfachen, angenehmer zu machen. Sonst hat er doch überlebt, oder? Ducken. Wie, das hat er nicht getroffen? Jetzt muss ich bei denen bleiben. Wir wissen, das ist auch wieder nur ein dober Ziegelstein. Deswegen, ich muss mich jetzt hier trotzdem beeilen, weil ich das Zeug brauche. So, jetzt muss ich natürlich... Come on. Wechseln. Yes. Jetzt Beeilung bei der Bude, der vermutlich gleich wieder in der ersten Sekunde, wer kann, hier gefangen genommen wird. Oi, oi, oi. Hast du den jetzt gekriegt, ne? Willst du mir erzählen, dass sie das zum Teil wirklich einfach überleben, als wäre das nichts? Come on, guys. You guys see anything? We got him. Let's get to the bridge. Ach, das glaube ich mir doch ganz gerne. Bandit, ja, und natürlich keiner irgendwelche Munition oder ähnliches, hey. Smoke last 10 seconds longer. Das Ding, das gerade eben noch ganz war, ist jetzt kaputt gemacht worden. Also, bei uns ist Crafting jetzt auch nicht mehr angesagt. Alright. Dieses Zeug, das wir leider nicht irgendwie nehmen dürfen. Oh, hey. That's an Ace. Okay, wir wissen, dass wir jetzt hier gleich wieder auf Probleme stoßen. No. Oh boy. Also ich weiß nicht, wie man sowas schaffen soll, wenn das Spiel einem so gut wie überhaupt keine Munition erlaubt zu haben. Der Hund ist übrigens weg. Damit der Hund gar nicht erschossen wird. Ah, the hell. Okay.
machen. Gucken, ob wir davon schon wieder was klauen können. Ja, sehr schön. So, hat irgendeiner von euch hier irgendwas, was man nutzen darf? Oh, wow, hi. Natürlich hast du verzielt. Oh boy. Boah, wie viele da bitte angelaufen kommen. Are you for real? Lass mich raten, niemand von denen hat vor, irgendwelche Munition zu droppen. Au! Okay, wir... What the hell? Was war das für eine Sniper-Action hier? Ich genau wusste, wo er mit dem Molotow hinwirft, aber wir würden mal sowas einsetzen wollen. Dann wird das Ding überall hin. Vor allem der Kollege, der dann einfach in dem Feuer sitzt und es ihm scheißegal ist, klar. So, kriegt ihr das heute noch gebacken, die irgendwie umzunehmen, oder muss ich das jetzt wirklich alles hier machen? Hey, ich kann mit Glas werfen. Das ist bestimmt super interessant für die. Vor allem, wer wirft hier mit Feuer? Ich sehe hier niemanden, der mit Feuer wirft. Oh, da ist einer. Hi, hi. Die wurden davon trotzdem getroffen. Wow. Weil klar, ist so eine gewisse Explosion dabei, aber trotzdem. Oh, hi. Oh, great, hi. Yep, yep. Munition? They're fighting on the bridge. Let's go. What the fuck? Hier geht's wirklich nur darum, mich hier mit diesen kleinen Angriffen. Und da fliegt der Flasche. Mich mit diesen kleinen Angriffen umzunehmen. Wird aber auch wirklich aus den dümmsten Ecken kommen, mit denen man nicht rechnet. Und dann kriegt man hier nicht irgendwelche Flaschen. Ich weiß nicht, was mit dem Scheiß soll. Hier sind keine Zombies. So, wo sind jetzt hier noch welche? Ernsthaft, wo sind hier noch welche? Oh, great. Was zu trinken. Ist hier wirklich niemand, der jetzt Munition gedroppt hat? Das ist so lachhaft. Niemand. Da haben Leute geschossen, Sachen geworfen. Wir hatten nichts übrig. Haben sie alles genau aufgebraucht in der Sekunde, in dem ich sie umgebracht habe. Was für ein Zufall für die. So ein Blödsinn. Joe, do your thing. Get him! Wie, der hat es über... Von wem... Achso, da ist noch ein weiterer. Great, okay. Oh, die Tür ist... Cool, ja. Dab-di-dab-di-du. Ist ja nicht so, als... Bisher sind nämlich die anderen nicht draufgegangen. Natürlich duckt der sich genau dann weg, als ich ihn schießen wollte. Sind wir hier? Nur Glas, okay. Irgendwas hier, was ich nehmen darf, was irgendwie wie Munition aussehen könnte. Yay! Für eine Waffe, die ich nicht nutze. Hooray! Ain't that fun? Aber du willst es, man will ja auch nicht mit Explosives um sich werfen. Okay, ihr macht da mal weiter. Oh, hier, hey. Ein Schuss. Cool.
hell is this guy? Great. Das sah für mich noch im Kopf aus, aber hey. What do I know, right? Oh wow, auf einmal lassen die hier Munition fallen. Es gäb's keinen Morgen. Ich guck mich jetzt hier um. Come on. Das hat den definitiv getroffen. Oder es sollte kein Gegner sein. Wie hast du das bitte überlegt? Du hast einen Schuss in den Kopf abbekommen. Jetzt klaue ich euch alles, was ihr hier habt. Ursprünglich. Okay. You okay? Yeah, I'm fine. Oh, oh man. They were coming in from every direction. Then Maria was like, we gotta run. And so we dove over these tables and this huge guy blasted with a shotgun. Slow down. Listen, hey, are you hurt? No. God damn it. I need to talk to you. Absolutely not. You tell him to go find somebody else. Maria, I can't have this hanging over my head. Do you have any idea how many men we lost here today? What's that all about? Does that have anything to do with me? Talk about it later. Did he tell you where the lab is? No, talk about it later. Later. Right. Up and then I turn into one of those widows, okay? I have to do this. I don't know what else to say. Fine. Maria. Here we go. You. If anything at all happens to him, it's on you. She's thankful, you know. Yeah, I know. I'll take that girl of yours to the Fireflies. You don't have to worry about it. It's best this way. You know, maybe some real good will come of this. I need to talk to Ellie. Say again, I didn't hear you. Joe! Wait, what is it? That girl of yours, she took one of our horses and rode off. Damn it, which way? Come on. I just saw her riding on out of here. Go back inside. Help the others clean the place up. Okay. Be careful out there. There. Yeah. See the tracks? Warum auch immer sie jetzt hier mit dem Pferd abhauen musste. Okay, Steuerung ist relativ simpel von dem Pferd, als würde man selber einfach laufen. Sprinten oder Rennen ist hier auch die gleiche Taste fürs Pferd. Gut. She couldn't have gotten far. We'll find her, don't worry. Stubborn kid. She usually pull these stunts? Nothing like this. What's going on? Okay. Ich bin mal so frei und werde jetzt hier nicht irgendwie versuchen abzusteigen und irgendwelche doofen Comics oder Firefly Pendants zu finden. She didn't go down this way. Okay, now what? Achso, du hast schon einen Weg gefunden. Horse tracks. She went into these woods. Come on. Oh, great.
Ellie, what are you thinking? Das ist die Frage, wie viel die Sache mit Sam und Henry ihr vielleicht noch im Gewissen liegt. Wo man natürlich. There, four tracks. Okay, good. Let's go. Hier von außen einfach hier unten entlang. Ich sehe zum Beispiel die Tracks jetzt nicht wirklich. Ich sehe hier eher Fahrzeugspuren als alles andere. Goddamn many. Go around, I'll cover you. Oh, der kommt ja auf uns nahe zugelaufen. What the hell? Come on. Zeig dich. Der Drecksack da wirklich meinte, so hervorrücken zu dürfen. Oh, ich habe noch zwei Schuss. Great. Great, 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 great. No, falsche Taste. Für mich ist weiterhin die andere Taste logischer. I don't know why. Oh great, also die schmeißen jetzt alle mittlerweile mit Molotov-Cocktails um sich. So, wo ist denn der Drecksack jetzt? Wow, okay. Ja genau, nimm den größeren Umweg. Hey! Oh hi! Da ist er. Ich sehe dich nicht und ich warte jetzt nur darauf, dass du auf einmal aus dem Nichts was werfen kannst, um mich zu treffen. Oh, hi. Bist du immer noch nicht? Ach, ist er. Okay, wo ist der Kollege in Rot? Aus da. Wow, okay, hi. Von was wollte ich denn jetzt schon wieder? Von wem wollte ich jetzt schon wieder getroffen? Ja, so. Aber von wem denn jetzt schon wieder? Dankeschön. Wow! Am Arsch. Okay. Irgendeine Möglichkeit, dass ich meine 3000 Schuss, die ich jetzt hier investiert habe, die ich mehr oder weniger seit Anfang des Spiels gesammelt habe, wiederbekomme? Oder kann ich meine Waffen jetzt aus dem Fenster werfen? Hey, ein Shotgun-Schuss. Wow. Sie wirklich investiert, die 4 da reinzudrücken. Okay, den machst du bitte fertig. Weil du hast ja unendlich Munition. Gut zu wissen. Man, der hat vorhin eine Killstreak hinbekommen, dass er die UAV rufen kann, damit er alle Gegner hier sehen kann. Ich weiß nicht, ob man mit dem Pferd, wenn man da abgestiegen wäre, ob man das irgendwie hätte umgehen können, um die dann langsamer oder leiser anzugehen. Ich glaube aber mal nicht. Weil so oder so wären vermutlich da rein hier. Rand. Okay, also im Endeffekt habe ich jetzt Pfeil und Bogen, ein paar für die Waffe und so gut wie gar nichts für die mehr. Cool. Frag mich, ob man in dem Spiel wirklich einen Bereich erreichen kann, in dem man einfach nicht mehr weiterspielen kann. Aber weil die Gegner vielleicht zu viele Waffen haben und man selber halt nicht mit jedem Schuss einen Kill hinlegt und dann einfach irgendwann nicht schissen hat.
kann es mir zumindest gut vorstellen. Okay, haben wir unsere Pferde noch irgendwo herumliegen oder? Wie kommen wir da jetzt weiter? Vor allem kann man mir definitiv nicht erzählen, dass sie hier durchgeritten ist. Weil die Falle ist definitiv nicht erst entstanden, nachdem sie da durchgeritten ist. Das waren keine 5 Sekunden, nachdem wir mitbekommen haben, dass sie geflüchtet ist. Okay, da drunten warten die, alles klar. Come on, back to the horses. Okay, die Horses werden wieder ins Spiel gerufen. Ort. Keine Gnade. Tracks keep going this way. Just hope they didn't get to her. Okay, also hier zum Beispiel kann ich auch die Spuren ganz leicht sehen. Ja, okay. Auch wenn man sonst natürlich hier wieder Bereiche, wo man vermutlich irgendwas finden könnte. Und vielleicht sind da unendlich Munitionsclips oder ähnliches, aber passt nicht zur Story. Also werden wir da hier keine Zeit einlegen für. Look, by the ranch. That's our horse. She's gotta be there. Clear. Mal gucken, wie sehr das tatsächlich stimmt. Bevor wir natürlich hier reingehen, ganz schnell gucken, ob es hier irgendwas gibt, was jetzt hier wiederum relevant sein könnte. Ja, alles klar. Be careful. Yep, because she Ellie? Has a gun. So, wir gehen natürlich jetzt hier nicht einfach wie ein Dummbatz weiter. Okay, sie wird also hier vermutlich irgendwo versteckt sein. Wir dürfen sie oder können sie so nicht finden, weil sie vermutlich insgesamt zu leise ist. Und auf jeden Fall wieder nach einem guten Punkt aus, um sich hier ein Schussgefecht zu leisten. Hooray! Give me ammo. All of it. Okay, dass ich hier geduckt entlang laufe, ist ihm so ein bisschen Wurst. Okay, auf dem stillen Örtchen hat sie sich auch nicht versteckt. Jedenfalls definitiv interessant zu sehen, dass sie reiten kann. Und das sind ganz schöne große Viecher wieder gewesen. Dankeschön. Okay, wir sollen hier nicht raus. Und das Zeug, das da steht, dürfen wir auch nicht nutzen. Ey! Munition. Für eine schwache Shotgun. Okay. Up we go. Okay, der steht einfach nur herum. Ist vielleicht sogar besser, dass einer unten wartet. Ellie! Another.
Okay, comic time for him. 0 point, flippity flip. It's been 15 days since the travelers detected the uncloaked von Neumann. The attack killed most of the crew, and perhaps more importantly, it interrupted the reaction chain in the 0 point engine at sublight speed. It would take 6,000 years to reach the travelers homeward. They are close, but not close enough. Hope seems all but lost for Daniela. Okay. Tyrone Scheidler, 2013. Aha. Okay, sie ist auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, sie ist nochmal ein weiter oben auf dem Dachboden irgendwie. Hooray. Haben wir irgendwas, was wir diesbezüglich brauchen? Medkits, ja. Ja, damit. Das hilft uns trotzdem weiterhin nicht weiter. Die Axt ist so gut wie kaputt. Da hätten wir also auch mal wieder eine Alternative dringend notwendig. Selbst wenn sie da sehr viele Gegner ausschalten konnte. Ich muss ganz ehrlich zugeben, natürlich auch wiederum, so sehr ich mich hier aufrege. Ich frage mich natürlich trotzdem gleich wieder, wie andere Leute das machen. Ob die bei weitem Nahkampf aggressiver sind, ob die sich in Stealth-Sachen besser anstellen. Oder ob die irgendwie Möglichkeiten gefunden haben, mehr Munition zu haben oder... I don't know. Is this really all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre. Get up. We're leaving. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area. Oh, fuck! Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And... You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people, too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. And we are going our separate ways. Get it together. We're not alone. There are two walking in. There's more inside already. Oh cool, dass wir hier einfach mitten in dem Gang gestellt werden. Nice! Eat shit, my dude. Schön, dass wir jedes Mal wieder selber hier reingehen müssen. Aha. What are you doing? Oh, I'm gonna... Also ich bin mir jetzt nicht sicher... Doch, das hat den definitiv ominiert. Das hätte mich nämlich über... Wow, what machst du denn? Wow, what machst du denn? Alles okay? Kann man dir irgendwie helfen? Ich habe keine Ahnung, wann ich noch mehr sein sollen, denn meine praktische... Oder sagen wir vielleicht eins praktischer Supervision ist mittlerweile ziemlich witzfrei.
Okay, Natürlich habe ich für die gerade Waffe, die hier vielleicht super hilfreich sein könnte. Weiterhin keine Munition. Aber hey, das nehme ich dankend an. Denn die hat immerhin zwei Nutzen mehr als die andere. Und du, der vermutlich mal eine Waffe hatte, die hat sich einfach aufgelöst, so wie immer. Ich finde es wirklich super, das hier. Angeblich. Hang back. Oh, come on. Why? Man kann nicht vor... Ja, yep, wir ziehen uns hier aber zurück. Dass die mit irgendwelchen Rauchgranaten um sich werfen. Mhm. Okay, jetzt brauche ich natürlich wieder die andere Waffe. Beziehungsweise, weißt du was, dafür haben wir die hier jetzt. Hey. Ding dong. Come out. Okay. Ich würde es sehr angenehm finden, wenn du dich um den kümmern würdest. Ah. Ja, zwei Schuss leider nur drin auf einmal. Yikes. Okay, wir haben das Ding auf Maximum, also hier dürft jetzt. Alright. House is clear. Holy shit, die droppen Munition. What is? Ist das Spiel gebackt? Wird es hier gleich der Safe Game löschen? Let's get back to the horses. Huh. Wir haben Munition bekommen. Und ich glaube, wir haben diesmal auch sogar mehr Munition bekommen, als wir verschwendet haben. I am impressed. Okay, auf jeden Fall so viel zu dieser Aussage. Hey, die verstehen sich mittlerweile besser. Aber halt, Ellie hat definitiv so ein bisschen das mitbekommen, was man von ihm vielleicht so ein bisschen das Gefühl bekommen hat. Ja, sie hängt da so ein bisschen an der Wand, natürlich nicht wirklich angetan. Yo, my dude, du hast keine Munition für die Waffe. Hand up. Got it. Und ich bin ziemlich sicher, das ist mein Haus, Bruderherz. There she is. Kids will be watching movies tonight. Where is this lab of theirs? It's all the way out, University of Eastern Colorado. Go Bighorns. Ellie, get off your horse. Give it on back to Tommy. I'm gonna hang on to this fella, if that's all right with you. Go on, don't make me repeat myself. What are you doing? Your wife kind of scares me. I don't want her coming after me. Sorry for stealing your horse. Well, come back to town. Let's discuss it at least. You know me, my mind's all made up. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror. You can't miss it. Take care of that wife of yours. There's a place for you here. You know?
You good? I'm good. Adios, little brother.